Oh ja, hallo. Hallo. Ich habe die Frage, und zwar, wir reden ja sehr viel über die Selbstliebe und das ist ja immer wieder auch so eins der Urthemen, die uns alle irgendwo auch berühren und ja, die wir alle letztendlich so in uns spüren. Und für mich wäre es mal total schön, Gabrielle, wenn ich von dir mal vielleicht einfach was oder wenn wir alle vielleicht mal was von dir hören könnten, was diese Selbstliebe denn ist und was sie ausmacht und wie du sie so beschreiben würdest, weil ich habe mich echt so viel damit beschäftigt und ich denke mir, du bestimmt auch in den letzten Jahren immer wieder, weil es ja so menschlich ist und ich würde gerne da von deiner Erfahrung vielleicht einfach, ja, was hören, wenn das möglich ist. Gerne. Ich probiere es mal, okay? Also für mich sieht die Selbstliebe oft anders aus. Also es bleibt nicht, ist nicht eine Sache, die ich definieren kann und dann bleibt es so für 20, 30 Jahre. Es ist etwas, was sich ständig weiterentwickelt, wie die Liebe in einer Beziehung mit einem anderen Menschen. Wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, ich war auch verliebt, aber es ist eine ganz andere Liebe, als es heute ist, nach vielen Jahren. Heute ist es ruhiger und sie hat sich gesetzt, die Liebe, und da ist Vertrauen dahinter. Und genauso ist es auch für mich. Wo ich angefangen habe, ich weiß noch, wie ich ungefähr 18 war, hatte ich eine Freundin und es hat geschneit. Und sie hat aufs Auto in den Schnee geschrieben, ich liebe mich. Und ich dachte, Mensch, ist die blöd, weil ich das überhaupt als Konzept nicht verstanden habe, was es überhaupt bedeutet, mich selbst zu lieben. Es ging mir darum, andere zu lieben und das zu zeigen. Und ich habe mich total vernachlässigt. So, dann hat Selbstliebe für eine Zeit lang vielleicht ausgesehen wie Schokolade essen und Eiscreme essen. Und jetzt sieht Selbstliebe aus wie, nö, das brauche ich nicht mehr. Was dahinter steht, ist, ich möchte nicht alleine sein. Und dann hat es vielleicht für eine Zeit lang ausgesehen, oh, ich will viele Freundinnen haben und Spaß haben und so. Und dann hat sich die Selbstliebe weiterentwickelt, wo ich merke, oh, das ist es auch nicht. Was ich möchte, ist, dass ich mich ehre, dass ich Aufmerksamkeit auf mich richte. Und wenn ich eine Freundin habe, also ich habe Freundinnen, so meine ich das jetzt nicht, aber es ist nicht mehr Quantität wichtig, sondern Qualität, dass ich einen Austausch mit jemandem haben kann, dass ich weiß, ich kann dieser Freundschaft vertrauen. Wenn ich der Freundin was erzähle, das bleibt bei ihr. Das wird nicht woanders hingetragen. Wir können zusammen lachen, wir können zusammen weinen. Wir sind, weißt du, so etwas ist mehr wichtig für mich. Und ich glaube, die Selbstliebe hat sich so entwickelt. Und es ist alles das gleiche Thema, wirklich. Von Schokolade und Eiscreme über, oh, ich brauche mehr und ich habe so einen Hunger für Leben. Und ich möchte noch mehr erleben. Und jetzt ist es im Moment mehr, ich möchte mehr Ruhe. Ich möchte mehr in die Natur gehen, mit meinem Hund spazieren gehen. Ich meine, ich habe für 25 Jahre in Miami Beach gelebt. Das sagt ja auch schon viel, weißt du. Und da hat sich auch viel entwickelt. Und verstehst du, was ich meine? Ich kann das, und also für mich ist das eine große Hilfe, weil für mich ist das Thema noch nicht so alt, dass ich mir so dessen bewusst werde, obwohl ich schon echt über 10 Jahre Louise Hay lese. Deshalb habe ich mich gerade sehr gefreut, dass du das auch so angebracht hast. Und ja, ich finde es sehr schwierig, das also diese Kopfgeschichte, ne? Weil man ist sich seiner Gedanken so bewusst und man wird sich ja auch immer bewusster dadurch, dass man dann in die Tiefe reingeht. Und ich finde es einfach schwierig, das so mit den Gedanken hinzubekommen. Das sagte vorhin auch ein Teilnehmer, der auch sagte über den Kopf, ne, es ist oft der Kopf, der einem so einen Strich macht. Ich geb dir mal eine Hilfe und ich hoffe, dass dir das hilft, okay? Anstelle es zu definieren, stell dir mal Fragen.
Zum Beispiel, wenn du etwas während deines Tages machst und du merkst ja, ob du dich richtig damit wohlfühlst oder wenn das die Frage hochkommt, hat das was mit Selbstliebe zu tun, dann weißt du schon, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht zum Beispiel ist. Dann frag dich doch mal, wenn ich mich wirklich jetzt selbst lieben würde, würde ich diese Entscheidung treffen oder diese Entscheidung treffen? Wenn ich mich wirklich selbst lieben würde, würde ich jetzt noch eine Fernsehsendung auf Netflix gucken oder vielleicht ins Bett gehen, zum Beispiel. Ja, also wenn du dir Fragen stellst, ich glaube, dann kommt mehr aus dir raus, authentisch, als wenn du versuchst, es zu definieren. Ja, das ist eine super Idee, um da vielleicht ein bisschen mehr Gefühl und Gespür für zu kriegen. Und ich finde es halt auch immer besonders aufdringlich für mich, diese Fragen, gerade wenn ich mit anderen zu tun habe, wo man das Gefühl hat, ich möchte mich abgrenzen an dieser Stelle, aber auch so eine Blockade einfach hat, weil Abgrenzen ist ja immer auch anstrengend irgendwo ein Stück weit. Ne? Und da den richtigen Weg tatsächlich dann auch durchzufinden. Wo grenze ich mich ab und wie grenze ich mich dann ab? Das ist ja auch mit Emotionalität verbunden. Abgrenzungen, und es kann natürlich viele Gründe haben und auch rechtfertigte Gründe sein. Aber normalerweise, in meiner Erfahrung, haben wir ein Bedürfnis, uns abzugrenzen, weil andere Menschen einen Schmerz in uns kreieren oder eine Unruhe in uns kreieren. Und hier kommt der Wendepunkt. Aber die können nur den Schmerz und diese Unruhe in uns kreieren, wenn wir die Wunde noch offen mit uns rumtragen. Also sozusagen, weißt du, kennst du dieses Reibeding, wo man den Käse klein reibt? Mhm. Ja. Okay. Okay. Stell dir mal vor, andere Menschen haben so auf der Oberfläche mit dem, was sie sagen oder tun, so eine raue Oberfläche, okay? Und wenn wir eine offene Wunde haben und die mit uns in Zusammenhang kommen, also in Begegnung kommen, dann reibt das über unsere Wunde, egal was die sagen. Ja, genau, und so fühlt sich das an, genau. Und dann möchte man sich abgrenzen. Aber da ist nicht die wahre Heilung drin. Die wahre Heilung ist in, Mensch, was kann ich für meine Wunde tun, damit ich nicht immer so auf den ihre Oberfläche reagiere. Verstehst du, was ich meine? Das wäre die richtige Heilung für uns. Und manchmal bedeutet es, dass man sagt, okay, c'est la vie, goodbye. Also deine Energie passt nicht mehr für mich. Aber im Grunde Abgrenzung ist einfach ein Schutzmechanismus, der uns noch mehr in die Isolation zurückbringt. Ja. Und du wirst immer sensibler werden und dann immer, was früher vielleicht banal war, ist heute, tut dich sofort dann strapazieren. Und das ist ja nicht Ziel und Zweck unserer Aufgabe. Da gucken wir, gucken da mal rein. Ich habe mir es gerade aufgeschrieben, okay? Mhm. Vielleicht können wir da noch was gucken. Also das nächste Mal beim Energiehalten reden wir auch noch mal über being introvertiert und extrovertiert, unsere Anlagen dazu. Und da gehört dieses Thema mit den offenen Wunden auch dazu. Mhm. Ja? Okay, super, super. Schöne Frage, hast mich richtig jetzt wach gemacht. Super, danke, meine Liebe.